verloren haben. Es wurde zum Ende hin deutlich besser bei Alex R. Jetzt geht's erstmal in die Knife Round hier auf Map Nummer 2. Mal gucken, wer auf welcher Seite starten darf. Ist auf Cash jetzt nicht unbedingt so relevant, auf welcher Seite man startet. Das nimmt man dann meistens einfach so hin oder mit. Und insgesamt... Ja, es ist, definiert sich diese Map auch nicht unbedingt über bestimmte Positionen. Es geht sehr viel um Kontrolle und Gegenkontrolle. Also wenn der Gegner dir ein bisschen Raum wegnimmt, dann solltest du dir auf der anderen Seite irgendwo Raum nehmen. Aggressive Aktionen der CTs kann man sehr gut spotten. Oder kann man sehr gut machen, kann man natürlich auch sehr gut spotten. Es gibt sehr viele Countermöglichkeiten. Die Map ist sehr variabel, sehr ausgeglichen und dementsprechend prädestiniert dafür, uns hier eine spannende Partie zu liefern. Und wir starten in Map Nummer 2 mit Berserk auf der CT-Seite, Expert eSport auf der T-Seite. Und bei Expert sehen wir bei Skrunk die Smoke und die Flash. Auf Seiten von Berserk haben wir Smoke und Diffuse Kit bei David K. Ansonsten wie immer die... Das Kevlar auf der Brust. So, jetzt die Mitte direkt durch. Schönes Ding von Slacks hier. Der sehr selbstbewusst spielt als Newcomer. Sich da auch noch zurückzieht, die Mitte aufgibt. Aber das ist in dem Moment auch notwendig. Man will Berserk hier durch die kleinen Eingänge drängen. Und seht euch an, was David K. hier veranstaltet. Solek! Trotz Aimpunch noch den Headshot gegen Saiken gemacht. Die Bombe ist sogar down vorm Generator. Solek wechselt nochmal die Position. Die können gleich zu viert über kurz kommen. Die Bombe inzwischen aber wieder gepickt worden. Und sobald die gelegt wird, wird der Spieß natürlich umgedreht. Und Skrunk beginnt das Ganze mit einem wunderbaren Klick gegen Slacks am Auto. War so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Der war ja schon auf 14 HP runter. Aber Kill ist Kill. So macht man den eben. Die Bombe offen für die Tür gelegt. Sehr interessanter Plant. Man kann die Bombe aber einsmoken. Da ist Cressy gespottet worden. Und vor allem einer wird hier sehr lang brauchen. Der Diffuse schon durch. Skrunky down. Cressy zwar noch mit einem Kill. Aber den wollen sie am Ende auch noch mitnehmen. 1:0 für Berserk also. Die sich durch sehr kluges Rückzugsspiel hier leichte Vorteile erarbeitet haben. Dazu wirklich sehr gute Treffer mit der USP. So, wir schauen, was gekauft wird. Doppel-Scout bei Expert. Also die nehmen das Geld da komplett mit. Sogar zwei AKs dabei. Die Deagle bei Light. Das ist eine wirklich sehr potente Force-Buy-Runde von Expert, die eben durch gesteigerten Loser-Bonus und Bombenplant schon ziemlich viel Asche auf der Bank haben. Auf der anderen Seite schon zweimal M4. Dafür etwas weniger Granaten. In der Mitte können sie dadurch nicht so lange halten. Berserk gibt die Kontrolle auch schon wieder auf. Stehen insgesamt sehr passiv. Die Information, dass die Mitte da schon eingenommen wurde, die haben sie bekommen durch die Schüsse aus der Mitte raus. Und sie boosten sogar. Wahrscheinlich die Scout. Wahrscheinlich Alex eher auf die Box. Kannst jetzt nicht genau sehen. Nee, es war Saiken mit der AK. Der hat Glück. Überlebt mit 5 HP das Duell gegen die Farmers. Da ist Light jetzt gespottet worden. Tarsin da vielleicht ein bisschen ungeduldig mit dem Trigger. Ja, und Light hat wenig Chancen. Das haben sie gut gemacht. Da haben wir eben den Gegenraum. Mitte-Kontrolle weg. Dafür die Kontrolle vor B. Jetzt geht's dann kurz hoch. Und Slacks hat einen schönen Off-Angle. Kann von der Mitte allerdings gesehen werden. Bekommt er trotzdem noch Cressy. Jetzt war keine Deckung mehr da. Am Gabelstapler steht aber noch Mali. Das ist nicht mal der Gabelstapler. Der steht oben auf dem Heaven. Rotation schnell genug da. Und Berserk hat das 2:0 für sich entschieden. Der Force-Buy hat sich da also nicht gelohnt. Wir werden nochmal eine Eco von Expert eSport sehen. Und da kann man jetzt natürlich die SMGs wunderbar ausspielen. Slacks. Smoke die Mitte erstmal ab. Wartet ein bisschen mit der Nade. Oh, die könnte gut sitzen. Oh, das weiß Mali jetzt. Durch den Molly können sie jetzt nicht rennen mit dem Anfangsschaden. Und reinfacen muss man da jetzt auch nicht. Da kommt die Flash allerdings ein bisschen zu früh. Der Molly hat noch gebrannt. All-in wäre ich bei dem 4-Mann, die man da gespottet hat, jetzt auch nicht reingegangen. Aber sie predikten das da schon richtig, dass Expert aus der Main wieder rausgelaufen ist. Dafür gibt es im Gegenzug den Frag für Light an der Whitebox. Schöner Molly, der verhindert, dass Expert da schnell kurz durch kann. Und immer wieder nur die Peaks Richtung Mitte vom Connector. Und der Whitebox-Spieler, der kümmert sich dann
eben um das, was close kommt. Super solide runtergespielt, auch hier das wieder. Hier 4 Spieler überlebt, davor ebenfalls 4 Spieler überlebt. Das ist wunderbar gemacht, aber jetzt kommt die erste richtige Waffenrunde von Expert Esport. 5 AKs. Ich vermisse ein bisschen die AWP, das Geld wäre da gewesen, um eine zu kaufen. David K. sofort mit dem Blick. Da haben sie jetzt das Gefühl, dass da niemand im Sunroom steht. Dann könnte David K. hier gleich leicht gepickt werden. Aber das müssen sie eigentlich auf dem Schirm haben, dass man da mit gutem Timing schnell durchkommt. War wahrscheinlich auch nicht der beste Spawn von David K. Cressy hört die Schüsse gegen die Main. Hat den Reload gehört. Jetzt kommt der Bus. Sie dürfen keinen Step machen. Und Solek hat aufgepasst. Macht keinen Step. Light hat das Timing und veraimt. Der Headshot gegen David K., der fehlt. Und David K. im Umdrehen noch den Shot auf Light gesetzt. Also jetzt zerfällt wirklich alles für Expert hier. Das war ein Free Frag. Aber wirklich der Free Frag der Free Frags. Den Light da nicht gemacht hat. So, verzögert in die Main. Ich bin gespannt, ob sie die Position oben auf der Box antizipieren. Es wäre gut, wenn Solek da ein bisschen ablenken könnte. Das würde vom Delta etwas besser klappen. Jetzt gab es an B wohl ein paar Granaten, eine leichte Rotation in die Richtung, aber dann kein Nachdruck an B. Deswegen geht der Fake nicht auf. 3 Leute, die direkt auf dem Spot stehen. Zeige mit dem Blick nach oben. Mali, also keine Chance gehabt. Wichtiger Schuss von Snacks. Der bekommt auch noch Cressy. Super gut, wie der die Winkel ausspielt, aber dann gegen Saiken etwas versagt. Wir haben das 2 gegen 2. Die Bombe wird safe gelegt, dafür nicht offen. Das Timing an der Ecke ist super. David K. gewinnt das Duell gegen Saiken. Tazin hat ein super Timing gegen Skrunk. Der hat so nah wirklich noch nicht mit dem gerechnet. So, und ja, dass die Free Frags nicht sitzen. Mir im Community Matchmaking darf mir das passieren. In der 99 Damage Liga Division 1 eher nicht. Expert Esports kommt hier auf keinen grünen Zweig. Auch die Runde ist nicht gelungen. Zumindest gab es den Bombenplant. Mit dem vollen Loser-Bonus haben sie dadurch jetzt die nächste Waffenrunde. Auch die mit sehr viel Utility. Aber am Ende zählt halt nicht, wie viel Geld man auf der Bank hat, sondern wie viele Runden auf dem Scoreboard stehen. Light will da mit der Flash rein. Offensives, sehr offensives Positioning von David K. an B. Sie haben Tazin hier als Joker in der Dusche. Das heißt, David K. wird sich hier von Tazin ein bisschen verkaufen lassen. Er darf es jetzt natürlich nicht übertreiben. Nicht auf Teufel komm raus, da jedes Mal nochmal reinpieken. Mit dem Schachtpush. Es kann auch sein, dass die Position von Tazin abgemollet wird. Wir bleiben mal auf David K. Der hat sich auf den Spot zurückgezogen. Wird jetzt abgemollet. Tazin wartet immer noch. Also das Timing wäre jetzt perfekt für Tazin, um nach vorne zu gehen. Aber wartet sehr lange. Also jetzt wundern sie sich. Oh, Tazin veraimt! Wichtiges Brett von Alex R. Die Bombe ist sogar rübergedroppt worden. Die Flash, die kam nicht an, aber die Bombe ist durchgehüpft und wird jetzt auch offen für den Schachtgang gelegt. Also das B-Setup dieses Mal hat es nicht funktioniert. Eventuell die Dink-Animation, die Tazin da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber gute Reaktion von Alex R. Sehr gut gewähltes Timing eigentlich für den Bank von Solek. Ich meine, ich holz da auch gern mein ganzes Magazin rein. Aber das dann, wenn ich dann so den Headshot kassiere, da darf man sich dann auch nicht aufregen. Das kann wirklich passieren. Ja, mit den Free Frags haben sie so ihre Probleme. Die schwierigen sehen dann manchmal doch ein bisschen leichter aus bei den Spielern. Wir haben die erste Runde für Expert Esport. Die hier im Endeffekt mit einem B-Go sehr gut klarkommen. Da kann man noch so den Late Bego oder das Späte dazu nennen. Sie haben sich lange Zeit gelassen. Gehofft, dass dann natürlich nicht viele Gegengranaten kommen. Und im Endeffekt hatten sie damit auch recht. Okay. Also.
Molly auf den Boost. Smoke in die Mitte, so die Standardgranaten. Und das Fiese an dem Molly ist, dass der so weit nach hinten fliegt und trotzdem noch auf dem Molly, dass er Schaden gegen die Spieler macht, die in die Main reinlaufen. Echt fieses Teil. Expert zu zweit vor B noch. In der Mitte wenig Möglichkeiten, gerade Infos zu sammeln. Sie haben da Skrunk auf die Whitebox geboostet. Okay, der springt immer wieder zwischen Red und Whitebox hinterher. Also diese Garage-Whitebox. So, und Mali hat da schon den Molly in der Hand, falls es den A-Execute gibt. Aber erstmal fliegen die Granaten in die Mitte. Natürlich will man die jetzt noch schnell ausnutzen. Hat an sich funktioniert. Also mit zwei Mollys da schon mal die Position gecheckt. Und da muss man natürlich direkt von kurz weglaufen. Slex ist da gerade so zurückgekommen. Tahsin hat versucht, in den Rücken zu fallen. Das ging jetzt nicht auf. Dadurch ist der B-Spot natürlich etwas weak. Aber David K. mit dem Shot gegen den Schachtgang. Position gewechselt. Und Saikins Brett öffnet den B-Spot komplett. Ist da jetzt noch ein Molly übrig, um den Plan zu verzögern. Slex zielt hier schon mal auf die Kante an. Bekommt dann aber selbst einen Molotov ab. Das könnte das Werfen des eigenen Molotovs ein bisschen schwieriger machen. Aber Mali ist überhaupt nicht in der Nähe, um den Plant zu verhindern. Ich denke eher, dass Berserk in dieser Situation ihre Waffen saven wird. Genau, und Slex zieht sich zurück. Ist jetzt schon mit auf dem A-Spot. Und das ist die Folgerunde für Expert eSport. Was heißt das jetzt geldtechnisch? Drei Waffen gesaved. Eventuell forcen die Spieler, die gestorben sind, bei Berserk dazu. Ich vermute aber eher, dass Berserk einfach zwei Pistols für die Spieler droppen wird. So zwei Deagles könnte ich mir davon Mali vorstellen. Der hat nämlich am meisten Geld. Der Rest des Teams könnte, also wenn sie das jetzt einfach nicht dazu forcen, sondern hier einfach zwei Pistols legen, damit die Spieler sich halbwegs gut verteidigen können, ist das okay. Was ich jetzt nicht sehen will, ist, dass Slex runterkauft und noch eine M4 droppt. Ah, da investieren sie dann wieder alles. Ist eine Sache der Philosophie. Das hat jetzt nichts mit richtig oder falsch zu tun. So investieren sie halt komplett und müssen dann eine Eco machen, wenn sie jetzt alle Waffen verlieren. Wenn sie die gewinnen, ist es natürlich umso besser für Berserk. Aber keine so schlechte Sache für Expert, wenn sie die Runde noch gewinnen. Der Molly gegen Tahsin bleibt hier lange stehen, bekommt fast zwei Kills, als wäre ihm das Feuer egal. Plus zwei Fire Resistance da bei ihm. Mali macht von hinten schon viel Stress. Und das ging wirklich super gut auf. Ich meine, Tahsin auch einer der Spieler, die wenig Geld hatten. Oh, Light hat den Winkel hier im Blick. Da dachte Mali, er wäre ganz schlau. Und jetzt haben wir noch eine Minute 10. 3 gegen 2. Und dann schicken sie den einzigen Spot-Spieler in die Main rein. Also das war ein Overcommitment von David K. Weil da hätten die Main-Spieler doch einfach mithelfen können. Solek kommt noch hinten über die Tür. Die werden sich natürlich wundern, warum ist der A-Spot jetzt frei? Und das Timing ist absolut insane. Die Bombe ist gerade so durchgekommen. Solek hat den Plant gehört. Und Light reagiert super gut. Und das waren 5 gegen 2. Das Expert eSport hier noch dreht, weil Berserk, oder 4 gegen 2 war es, glaube ich. Aber egal, es war eine Überzahlsituation mit relativ klaren Verhältnissen, die Berserk einfach nur wegwirft. Also, die Runde darfst du eigentlich nicht verlieren. David K., der einfach übertrieben in dem 3 gegen 2 alleine in die Main pusht, ohne das mit seinen Teammates, die von hinten helfen könnten, abzusprechen. Da war nicht mal ein Refrag drin, den man in der Situation gebraucht hätte. Jetzt müssen sie in die Eco. Absolut geworfen. Und wie easy Expert das jetzt hier aufsammelt. Expert ist auch ein Team, das mit guter Stimmung einiges an Boden gut machen kann. Also irgendwie ging der Schuss von Tahsin da noch rein. Ah, die Nate, die hätte wahrscheinlich auch 100 HP abgezogen. So, und Expert steht der nächsten Waffenrunde von Berserk gegenüber. Es ist ein ausgeglichener Spielstand, 4 zu 4.
Tarsin diesmal alleine auf dem A-Spot. Es gibt eine Triple-Mitte-Deckung. Zwei Spieler, die close gehen. Das sieht sogar nach einem Gegenboost aus. Die waren letzte Runde schon sehr schnell hinter der Main. Diese Runde nochmal einen Gegenboost spielen, finde ich sehr risky. Jetzt aber Expert auch schon zu 5 vor B. Und da steht auch nur einer. Die Rotation über den Schacht braucht auch ein paar Sekunden. Die Smoke sogar an den Eingang. Der Molly jetzt verworfen, weil man sich da geblockt hat. Das ist egal. Sie wollen durch die Smoke. Flashen sich da rein und seht euch den Laufweg von Cressy an. Der steht direkt vom Gegner. Der steht im Endeffekt unterm Gegner. Will direkt auf den Heaven noch abzielen. Geht dabei aber down. Die Bombe ist jetzt schon mal zur Headshot-Schräge gedroppt worden. Im Rücken von Skrunk steht noch Solek, aber auch da passt Alex R noch auf. Das sind wunderbare Laufwege von Expert eSport. Na, Saikin hier die Ruhe bewahrt. Auch der Heaven nochmal von der AWP abgezielt worden. Ganz starker Go von Expert. Vor allem mit dieser kleinen Smoke zum Eingang. Falls da jemand im Schachtgang steht, dass der dem Spotspieler eben nicht helfen kann. Den Schachtgang außen vor lassen. Sich durch die Smoke, Cross-Smoke flashen, den Solo-Spot-Spieler überrennen und was Cressy da blind für einen Laufweg hingelegt hat, war wirklich absolute Spitze. Doppel-Nade auf Mali, das rumst natürlich ordentlich. 25 AP. Nur noch bei ihm und gefühlt hatte die halt komplett geschluckt. Da Alex eher. Da hat Tarsin dann aus dem Seitengang rausgenommen. David K. steht da noch dabei. Es ist eine Pistol Kevlar Eco von Berserk. Alex R. steppt hier wahrscheinlich absichtlich. Ja, die Flash hat beide erwischt. Ich denke, dass Alex R. sich kurz weggedreht hätte, wenn er nicht im Duell gewesen wäre. Jetzt hat Malian A. noch einen Frag gemacht. Da steht noch einer, da stehen noch zwei auf dem Spot. Da war der Fokus von Cressy, glaube ich, kurz weg. Aber auch ein starkes Brett von Mali. Snacks letzter Überleben, da wird auch von Alex eher noch rausgenommen. Teure Runde für Expert eSport, verlieren drei Waffen. Aber gegen Pistol Kevlar, gegen Deagles kann das mal passieren. Und am Ende zählt es eben nicht, wie man die Runden geholt hat, sondern dass man die Runden geholt hat. Das Wie, das kann man dann im Nachhinein eben noch besprechen, analysieren. So, Saiken. Mitte. Oh, der Double Kill von Snacks. Alex, er hat dann B aber wieder eröffnet. Die Rotation Richtung B braucht jetzt ein bisschen lang, weil sie niemand im Connector hatten. Dadurch ist Tarsin lang alleine auf dem Spot. Da hat Alex R. schon mal bekommen. Direkt die Support Flash zu ihm. Die Smoke braucht ein bisschen, aber Snacks ist rechtzeitig am Heaven. Ja, und Light hatte da keinen Fokus. Er wollte schnell den Frag gegen den Spot machen, deswegen geht er über die Rampe. Ansonsten hätte er das wahrscheinlich nicht gemacht. Guter Hold von Berserk. Der Doppelkill in der Mitte hilft natürlich, dass da kein wirklicher Druck über den Schachtgang kommt. Und Tarsin spielt das auch wirklich gut aus der Deckung. Solides Ding. Wirklich solides Ding. Light hat da schon mal einen Anschluss abbekommen. Gewinnt aber im Endeffekt das Duell gegen Slakes. Kleine Teammate. Bisschen unlucky gelaufen für Berserk. Ein Spieler verloren, bisschen Team-Damage verteilt. Und da in der Mitte eben nur der Anschuss anstatt der Kill. Alex R. unter Druck. Oh, er geht dann doch All-In raus. Was? Wie hat er den denn bitte gemacht? Ich weiß nicht, ob er ihn gesehen oder predicted hat, aber das war ein super starker Schuss. Tarsin hat Alex R. dann noch bekommen. Der Backstep von Mali kommt über die Teambase. Das heißt, der Spieler, der in der Mitte wartet, das ist Light, bekommt niemand vor die Flinte. Währenddessen macht Tarsin noch weitere Kills. Cressy ist noch auf dem Spot. Light muss jetzt über den Schacht hinterherkommen. Tarsin übertreibt es auch nicht. Was eine geile Runde von Tarsin. Wie gut hat der bitte die Smokes auf dem Spot ausgespielt. Bekommt jetzt allerdings den Molly am Heaven ab. Und es hängt doch sehr viel an Mali, dass der hier mit dem Backstep eben noch einen Frag macht. Light zielt ihn nicht ab. Jetzt ist da ein kleiner Step gewesen. Mali mit dem Kill gegen Light. Der Druck auf Cressy wächst. Entscheidet sich dafür, das von der Headshot-Riege zu spielen. Geduckt kann er dann natürlich gut Richtung CD-Base abziehen. Er muss jetzt das One-on-One suchen. Hat es gegen Tarsin auch gefunden. Aber der macht sein 4K voll. Wie gut spielt Tarsin diese Runde bitte aus. Sehr gut mit den Smokes, mit den Granaten. Um den CD-Base-Eingang gearbeitet. Einfach nur sexy gespielt von ihm. 6:6 also. Eine Runde, die für Expert sehr gut begonnen hatte.
endet mit etwas Chaos. Skrunk entscheidet sich dafür, auf die Krieg, auf die SG zu wechseln. SG556 heißt sie, glaube ich. Ich sage einfach immer Krieg. Wie früher zu 116 Zeiten war es, glaube ich. Auch da habe ich sie nicht wirklich gespielt. So, David K. geht vor die Smoke, aber das zielt Light ab. Sehr gut predicted hier. Oder erwartet. Da steht Tarsin noch vorne. Und der macht das halt auch wieder schlau. Smokt sich selbst ab, damit er hier rauskommt. Flasht sogar nochmal rein. Und das ist eben die geballte Erfahrung bei Tarsin. Er weiß genau, was er tun muss, um aus solchen Situationen wieder rauszukommen. Was das Beste ist für sein Team. Und Überleben ist eigentlich immer eine gute Sache. So, bekommt Mali jetzt hier die Support-Flash. Jawohl, aber niemand in der Main drin. Wie gesagt, die Infos entscheiden. Er wartet jetzt, dass nach der Flash jemand reingeht. Die Flash dürfte Skrunk gehört haben. Slacks hier in der Mitte. Kann eigentlich nicht weiter rumziehen. Vielleicht noch die Mitte checken, aber auch das könnte schon sein, dass er da vom Boost gesehen wird. Kann Solek ihm jetzt hier supporten? Nein, weil sie den oberen Teil von Akkurz abgezielt haben. Und Main ist immer noch frei. Und Solek merkt jetzt, der Raum Richtung Kurz, Richtung Mitte wird eng. Sie brauchen irgendwo Gegenkontrolle. Deswegen gehen sie jetzt zu zweit in die Main. Da ist der Contact. Ah, die Krieg mit genügend Damage. Solek geht aber auch in der Main down. Und damit ist der komplette Spot unter Kontrolle von Expert eSport. Nur noch Slacks über Kurz. Hat zwar schon einen Kill gemacht. Die Bombe ist aber gecrossed. Und da muss man jetzt natürlich nicht mehr in die AWP reinfacen. Bisschen riskant, dass Saiken dann nochmal zum Spot geht. Das hätte er auch vom Van ausspielen können. Und Cressy macht die Infodrums Richtung Kurz. Aber ihr seht, Slacks geht das auch gar nicht mehr an. Der saved seine AWP. Es ist ein Duell auf Augenhöhe. Ich denke, dass sich Expert eSport das gegen Berserk eher nicht vorgestellt hat. Aber die wirken diese Season wirklich sehr gut vorbereitet. Vor allem sehr abgeklärt, sehr ruhig in ihren Situationen. Vor allem habe ich das Gefühl, dass viele der Spieler von Berserk einfach ein enormes Klatschpotenzial haben. Slacks ist eine super AWP. David K. eine absolute Maschine. Tarsin aimt nicht nur gut, sondern weiß auch, was er in jeder Situation machen muss. Das ist was, was du einfach nicht kaufen kannst. Sowas musst du hart erlernen. Saiken geht mit Cressy zusammen Richtung Main. In der Mitte steht Mali. Warten jetzt erstmal auf den Flash-Move. Und über die Tür geht Skrunk vor. Da das Köpfchen gesehen hat. Cressy, Glück, dass das eben kein Treffer war. Aber Slacks mit dem Reflex. Oh, das wäre natürlich ein starker Shot gewesen. Wenig Raum für Slacks, um wegzukommen. Mehr Spieler jetzt bekannt am Gabelstapler. Und alle geklärt. Nur noch Tarsin. Super Timing. Kommt hier an die AWP. Die Bombe wird vom Timing her aber sauber crossen können. Und er geht lieber Richtung Schacht. Wahrscheinlich sogar in die T-Base. Okay, macht es vom Useless aus. Richtung Mitte. Ja, er kann es halt auch mit der Arme. Also Tarsin, der Allrounder. Expert eSport wird die Runde definitiv mitnehmen. Die AWP natürlich super für Berserk, dass sie die eine verlieren und dann eine zweite bekommen. Dazu noch der Damage gegen das Geld von Expert. Aber wirklich relevant ist dieser Schaden gegen das Geld nicht mehr, denn wir sind aktuell in der vorletzten Runde. Gehen jetzt also in die letzte. Alles wegwerfen muss man da nicht, aber natürlich will man verhindern, dass Berserk hier nochmal eine AWP kaufen kann. Geld wäre insgesamt da gewesen, selbst wenn Tarsin down geht, aber so natürlich mehr Utility möglich. So, und Expert haben einen guten Mittelweg gefunden. Abzielen und Gas geben. Es wirkt so, als hätten sie sich auf das Spiel von Berserk gut eingestellt. Vor allem die Shots von Light gegen Slacks gerade super sick. Also ganz, ganz starke Treffer. Light ist absolut mit einer der besten AWPs, die wir in Deutschland haben.
war für mich persönlich auch, als es natürlich die Gespräche gab, wer bei Big die ABP macht, ein Kandidat. Das Timing. Da geht Light down. Oh, wie David Kader noch antizipiert, dass Alex R. schon an der Box steht. Er geht jetzt nicht mal aus dem Schachtgang raus, sondern bleibt einfach hinten in der Dusche stehen. Die Überzahlsituation. Erstmal haben sie das Fenster an B jetzt aufgemacht. Die Info für Tarsin also da. Cressy. Oh, sie checken sich und... David K., die Position verdaddelt er. Tarsin mit kleinen Problemen. Er wird von Skrunk dann auch geholt. Aus der Überzahlsituation ist ein 2 gegen 2 geworden. Der Molly hat sogar ein bisschen Damage gegen Saiken gemacht, aber der kommt durch. Und sie können in dem Tour und Tour die Bombe offen für den Schachtgang legen. Skrunk checkt da erstmal, ob jemand von hinten kommt. Die Support-Flash rein, Molly geht da durch, aber Saiken ist von der Flash natürlich nicht blind. Solek zielt das zumindest so an, dass er Skrunk holen kann. Und jetzt muss natürlich ein Mega-Shot kommen. Er droppt erstmal runter, reagiert aber nicht schnell genug, um den vorpushenden Saiken zu holen. Und wir haben 9 zu 6. Expert eSport dreht also in dieser letzten Runde nochmal 3 gegen 4, sodass sie es gewinnen und mit einem 9 zu 6 wirklich sehr gut in dieser Halbzeit dastehen. Wenn der Start in der ersten, in der zweiten Halbzeit jetzt auch noch gelingt, dann wird das wird's schwierig für Berserk da zurückzukommen. Den Vorteil, den Berserk natürlich hat, ist, sie sind auf der etwas günstigeren Seite, wenn man vom Geld ausgeht, nämlich der T-Seite in der zweiten Halbzeit. Wir gucken kurz aufs Scoreboard, ganz schnell. 15 Frags für Saiken, 14 für Tarsin. Es ist sehr ausgeglichen von den Statistiken. Leichte Vorteile. Ja, ich würde sogar sagen, leicht mehr Kills auf Seiten von Berserk, aber dafür weniger Runden. Sehr interessante Entwicklung auf jeden Fall. Liegt eventuell daran, dass Berserk in ein, zwei Runden eben zwei bis drei Spieler hat saven lassen. So, man erwartet den offensiven B-Push. Zielt das sogar mit einem Tower ab. David K. macht ein bisschen Stress an der Tür. So, die Bombe geht jetzt an B mit vor. Sie warten wirklich auf die Backstabber. Sie sind eigentlich schon auf B drauf. Und wie David K. hier sogar noch in die Main reinkommt. Sie müssen jetzt hier unten noch an Alex R. vorbei. Der hat einen Headshot kassiert. Keine Chance, zu sehr unter Druck gesetzt worden. Auch keine Möglichkeit, da irgendwie zurückzukommen. Alex R. smoked hier jetzt nochmal ab. Er versucht... Ich dachte, er versucht da zurückzukommen und er gewinnt an der Slacks war das, entschuldigt, nicht Alex R. Slacks geht da noch down, hätte sich vielleicht zurückziehen müssen. Mali wird von Light überrannt, der jetzt überlebt hat jetzt auch noch. Nee, er hat nur Mali bekommen, sorry. Ich dachte, er hätte jetzt noch den nächsten bekommen. Und er muss natürlich erst das Duell suchen. Und Light ist richtig gut mit der Pistol, aber hier nicht gut genug. Solek schnappt ihn sich. Es ist die Pistol-Round für Berserk. Interessanter Ansatz, weil wir... an A Stress hatten, während es auf B schon drauf geht. Das heißt, man verzögert die Rotation von Expert Richtung B. Und wenn die Frags auf dem B-Spot dann natürlich passen, hast du eine super Ausgangslage für den Afterplant. Hast sehr tiefe Räume. Diese CT-Base oder CT-Kontrolle an der B-Side ist schon sehr viel wert für die Cs. Kann den Retake von Expert dann natürlich im Keim ersticken. Da vielleicht ein bisschen zu viel gewollt von Skrunk. Der Sprung auch sehr spät. Schöne Position von Cressy. Aber auch hier irgendwie wieder der Headshot, der fehlt. Der gegen Mali. Hat gepasst, den Teamkill von Slakes. Kann passieren. David kann dann durch die Smoke noch Cressy holen. Tarsin kommt schon auf den Spot. Leiter im Sperrfeuer. Alles daneben gesenzt. Und die AK, die schießen jetzt noch weiter. Aber da kommt der Mitspieler nicht mehr ran. 8 zu 9, die Folgerunde für Berserk. Ja, der Teamkill hat ein bisschen was gekostet. Passiert. Nimmt man so mit. Ja, muss man im Endeffekt so mitnehmen. Die Aug bei Skrunk, der hatte ja noch nie ein Problem damit, verschiedene Waffen zu spielen. Heben die Smoke zur Main auch sehr lang auf. So, das Fenster an B schon wieder aufgeschossen. Auch das ist ein Balancing-Mittel. Denn der Gegner muss mit dem offenen Fenster natürlich immer mit dem Go rechnen. Wenn man das am Anfang aufschießt und dann später den Go macht, kann es sein, dass der... Oh, die Flash in den Schachtgang. Sehr schönes kleines Detail. Kann man so mal mitnehmen, aber David K. ein gutes Timing. Sie müssen jetzt links die Ecke noch checken. Immer noch zwei Spieler auf dem Spot. Vor der Flash muss sich Alex wegdrehen. Hat angesagt können, dass da einer in die CD-Base rein ist.
David K. zum Spot. Oh, wie David K. da noch rumzieht, um Alex R. zu holen. Nee, um Psyche zu holen. Entschuldigt, Alex R. ist da vorher schon durch Slags down gegangen. Da ging nichts. Kleine Hero-Aktion von Skrunk, aber der ist mit der Sache kein Held geworden. Direkt down gegangen. Das ist die dritte Runde in Folge für Berserk. Die erste Waffenrunde in der zweiten Halbzeit geht also an die Schweizer Organisation und Expert wird nächste Runde wieder sparen müssen, in den sauren Apfel beißen. So, Mali, ja, sucht natürlich nach Cressy, der hat sich da im Türraum eine erhöhte Position gesucht. So, und wie gesagt, Expert wird sparen. 9 zu 9. Das Spiel erstmal ausgeglichen. Und Expert hatte sich auch auf Inferno mit einer gewonnenen Eco zum Dienst gemeldet. Eventuell schaffen sie das hier auch. Hier wieder der Sprung von Cressy, diesmal ein bisschen früher. Den hatte man kurz abgewartet. Mit der Nade verrät man dann trotzdem, dass man die Main jetzt einnimmt. Tarsin mit dem Fokus auch Richtung Mitte. Also hat da alles auf dem Schirm, Cressy. Dann beim Aufpoppen der Smoke geholt worden. Und Solek zielt er die ganze Zeit an, wenn seine Teammates den Spot durchlaufen. Schön koordiniert dieses Vorgehen. Und damit macht man sich das Leben natürlich auch sehr einfach. Der Plant verhindert Alexi und Light mit der 5-7. Drehen das hier wieder zum Tour und Tour. Das sah alles so sicher aus. Und jetzt muss Slags hier retten. Hat sich schon mal Alex eher geschnappt. Den letzten sieht er auch noch. Setzt kurz ab, um dann am Ende den letzten Treffer gegen Light zu landen. Also die Runde geht nochmal an Bär. Sehr kurzes Aufatmen. Das war trotzdem etwas teuer für Berserk. Doppel-AWP bei Expert, Light und Skrunk diesmal. Alex R. bleibt auf der Rifle. So, und Light dachte, er spielt's ganz schlau, hat aber noch irgendeine Flash abbekommen. Und da hast du dann natürlich gar keine Chance. Skrunk hat jetzt allerdings Flags geholt. Dafür gibt's noch den Frag auf Alex R. Psyken steht schon dabei. Gefühlt ist Expert immer zu dritt am B-Spot. Alex R. die Psyken hier durchgedrückt. Aber den zweiten nicht bekommen. Ein Two-on-Two mit leichten AP-Vorteilen für Berserk. Auf dem Spot steht Cressy. Ja, mit dem rechnet man nicht. Gefühlt, das ist der vierte Spieler am B-Spot. Ohne Witz. Und Tarsin schnappt den sich auch noch durch die Smoke. Und wie viel... So ein B-Spieler, der direkt auf dem Spot steht, der gibt so extrem viel Sicherheit. Und seht euch Tarsin an. Der macht jetzt nochmal eine Weltreise. Weiß natürlich nicht genau, wo Skrunk ist. Deswegen muss er früh anfangen zu schleichen. Skrunk wird auch irgendwann den Blick nach hinten werfen. Aber Timing ist jetzt das Maß aller Dinge in dieser Runde. Eventuell duckt sich Tarsin da noch weg. Skrunk versucht es anders zu lösen. Er geht den Schritt nach vorne. Verteidigt das vom Spot. Dadurch hat er aber nicht nur nach vorne abzuzielen, sondern auch Richtung Heaven. Richtung CT-Eingang. Also hat er jetzt anstatt 2 Eingänge, die er abzielt, 4. Dafür steht er an der Deckung und Tarsin sucht ihn ja immer noch. Und ich glaube, jetzt hat er ihn gesehen. Jetzt ist es ungefähr bekannt. Tarsin droppt, hat dabei einen Schuss gemacht. Trotzdem egal, Position bekannt. Skrunk versucht das auszuspielen. Waffenspitze gesehen und an der Kante entlang der Headshot von Tarsin gegen Skrunk. Also auch diese Runde geht an Berserk. Wieder mal heißes Sparen für Expert eSport. Und jetzt kommen wir schon langsam in Siegesdistanz für Berserk. Wenn sie die gewinnen, haben sie schon 12. Und die führen ja bereits mit 1 zu 0. Die haben die erste Map ja schon gewonnen. Wenn das hier ein 2 zu 0 für Berserk wird, dann kann sich Expert wirklich warm anziehen in dieser Season. Denn da folgen ja noch ein paar harte Brocken. Wie die Panthers, wie Auronix Gaming. So, David K. Ja, Damage Callen ist immer so eine Sache. Manchmal ist es, wenn es ein bisschen chaotisch läuft, schwer zu sagen, wie viel Tarsin da noch an HP hat.
wenn der irgendwie aus einer Backline noch einen Kill macht. Kann auch sein, dass der Damage aufgrund von Granaten so hoch war. Dann spielt man natürlich lieber mit der AWP, da ist es sicher der One-Shot. David K. hier braucht ein paar mehr Schüsse, aber beim zweiten wirklich super gut weggeklickt. Schöne Aktion von ihm hier an B. Ja, in der Main vorne wartet Skrunk, spielt das nicht mal an der Ecke aus. Erwartet wahrscheinlich, dass die gecheckt wird. Die Bombe sollte da jetzt nicht alleine reingehen. Sie flashen sogar Richtung Tür. Wir wissen halt nicht, wo die letzten beiden Spieler stehen. Wir haben jetzt einen auf dem Spot geholt. Ich denke, dass Skrunk aus der Position noch ein bisschen Schaden machen kann. Genau, die AWP bekommt er. Die Position einfach zu ungewöhnlich, nicht predictable. Aber Skrunk trifft nicht mit der AWP. Und ich habe das Gefühl, sie wollen unbedingt mit der Doppel-AWP spielen, aber heute trifft, wenn dann, nur einer mit der AWP richtig gut. Und das wäre leid. Also es gab auch ein paar schöne Aktionen von Alex E., aber insgesamt nicht so konstant. Dafür, dass sie das Geld eben nicht kontrollieren, ist das eine schwierige Sache. Und der Molly liegt so weit hinten, dass die Smoke nichts bringt. Das ist natürlich bitter. Habe ich so, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Man könnte die Smoke jetzt trotzdem ausnutzen. Tarsin ist gerade sehr abzielend. Auch sehr wenig Fokus Richtung B. Sind sich wahrscheinlich auch sicher, dass Expert da keine aggressiven Moves mehr spielen wird. Das ist jetzt schon zu oft nach hinten losgegangen. Es sah auch teilweise etwas unkoordiniert von Expert eSport aus. Aber Skrunk hier. Ah, der zweite, der trifft sogar, allerdings nur durch die Kante. Nicht direkt der Frag gegen Solek. Das Timing von David K. gut, aber irgendein Support-Flash hat Skrunk hier das Leben gerettet. David K. kommt hier gut vor. Skrunk noch keinen dritten gemacht. David K., das sind ganz wichtige Shots. Die Runde ist noch drin. Ein 3 gegen 3. Der Spieler oben am Heaven nicht gesehen worden. Mit dem Sprung ist es gespottet. David K. steht ein bisschen weit vorne. Der erwartet gerade niemanden an den Shadows. Der Plant jetzt verhindert. Der sollte offen erfolgen. Alex R. setzt Tarsin unter Druck. Das heißt, der Main-Spieler könnte raus. Will aber in der Deckung bleiben. Die Bombe ist gelegt. Tarsin mit dem Schuss nach hinten. Aber wird von Alex R. geholt. Es ist die Runde für Expert eSport. Aber sie ist verdammt teuer. Jetzt wird hier natürlich nochmal nach Granaten gesucht, aber da ist nichts. Findet er da noch irgendwas? Das ist nur eine Spraycan, zumindest eine Flash. Hey, $200 weniger. Why not? Die Zeit hat er, um das zu machen. Aber Berserk hat eine solide Reserve aufgebaut. Kann jetzt gut nachkaufen. Und wenn Expert eSport die Runde dann verliert, dann sind sie money broke. Und dann hat Berserk natürlich wieder die Möglichkeit, schnell auf die 15. Runde zu kommen. Slex zielt von hinten an, während es auf dem B-Spot vorgeht. Das ist ein Tempowechsel von Berserk Richtung B und da steht nur einer. Alex R. muss das allein verteidigen. Cressy springt sofort in den Schachgang rein. Alex R. und Cressy mit den Anfangskills. Ich glaube, der Molly von Alex R. führt dazu, dass es keinen Follow-Up-Damage gegen den Spot gibt. Da sind sie abgetrennt worden. Sehr schöne Aktion. Vielleicht etwas overcommitted von Cressy. David K. sogar mit dem Frag gegen Saiken. Ein 2-on-3. Mal gucken, ob Expert das jetzt wirft oder ob das nochmal die Runde für Expert eSport wird, die Partie dann wieder ausgleicht. Die Bombe liegt direkt unterm Schacht. So, und so wie es aussieht, will David K. da auch nochmal hinlaufen. Slex wirft die CD Base Smoke, aber da kommt David K. nicht durch. Alex eher Low HP. Nochmal mit dem Impact Shot. Und wie will Slex da jetzt crossen? Den Close Peak hat er gemacht. Ja, tatsächlich gab es da vorher noch den Shot. Jetzt das 1-1. Alex, wie ist Alex eher gestorben? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Skrunk macht auf jeden Fall den Kill. Es ist die Runde für Expert eSport. Und wir haben damit eine ausgeglichene Partie vor uns. Also der Move an sich hätte funktionieren können. Sie sind gegen einen Solospieler gelaufen. Aber dieser eine Molly hatte Cressy die Möglichkeit gegeben, auszuhelfen. Und Alex eher eben
die Möglichkeit gegeben, sein Duell gegen den Solospieler am Spot zu gewinnen. So, es bleibt beim Tempowechsel. Cressy da gesehen worden. Solek wird allerdings von Light an der Whitebox geholt. Oh, und schön von Slacks hier predicted. Der Molly natürlich gelöscht worden. Die Sandsäcke-Position kann sehr undankbar sein. Light mit dem No-Scope. Da der Molly gegen Skrunk, aber der geht vor. Genau richtig ausgenutzt, diesen tief geworfenen Molly. Tarzin geht jetzt zur Sicherheit schon mal rein. Die Bombe auf den B-Spot. Sie wissen ja, wo der letzte Spieler ist. Und das hat der Skrunk gelöscht, wollte schnell hinterher. Auch hier mit Timing gearbeitet, aber das war's dann für Expert. Und auch die Runde davor sehr teuer. Also es hat sich alles nur um eine Runde verzögert. Expert spielt gerne mit dem Force-Buy. Und auch hier investieren sie wieder komplett. Feuer, Molotov, okay, er ist also im Molotov noch verzögert gestorben. Danke für den Hinweis an euch netten, lieben Zuschauer da draußen. Was ich nicht sehe, das fangt ihr noch ein. Die Gobsmoke hier vom Toxic. Kein schlechtes Mittel, um Berserk an B zu verzögern. Deutlich aggressiver vorher. So, Saiken. Jetzt mal Skrunk down. Da hat es auch Cressy erwischt. Saiken fällt ebenfalls. Das A-Setup aufgeräumt. Ja, am Feuer so entlang zu springen mit 20 AP. Gewagt. Aber über heiße Kohlen laufen, das kann Slacks anscheinend. 14 zu 11. Force-Buy gelingt nicht und die gleiche Situation wie auf Inferno. Eigentlich kann Expert das durchforcen. Oder sie spielen es auf Overtime. Mal gucken, für was sie sich jetzt entscheiden. Jetzt spielen sie auf Overtime. Also diesmal die andere Entscheidung als auf Infe. Mal gucken, was passiert. Es könnte die leichte 15. Runde für Berserk werden. Davon gehen wir jetzt erstmal auf. Es gibt den B-Push. Und das hat David K. gesehen. Jetzt muss natürlich der Call kommen. Abfahrt Richtung A. Schön mit dem Molly noch gearbeitet, aber das dann doch zu viel Raum nach hinten. Die Bombe muss jetzt eigentlich Vollgas geben. Berserk hat das Timing dann ein bisschen verpasst. Solek steht hier aber noch in der Mitte. Low HP war Cressy, deswegen der Frag recht einfach. Da fehlt das Kevlar. Oh, wo schießt Light denn bitte hin? Wie kann Solek da nicht umfallen? Der switcht in aller Seelenruhe noch auf die Glock. Insgesamt aber keine schlechte Aktion von Expert in der letzten Runde. Sie haben auf diese Runde hingespart. Sie spielen auf die Overtime. Es geht also um die Wurst für Expert eSport. 4 Map Points, Match Points sogar für Berserk. Hier am dritten Spieltag gegen einen der Titelfavoriten zu Beginn dieser Season. Mal gucken, ob wir das am Ende der Season dann auch noch so nennen können. Der Molly zum Schachtgang, also diesmal wieder etwas aggressiver Richtung B gespielt von Berserk. Mali. Ja, Flash noch. Mal rein. Jetzt die CD Base Smoke. Der Molly zur Headshot-Schräge und Psykin hat dabei eröffnet. Die sind die CD Base durch. Ich hab's null gerafft. Es tut mir leid. Die Bombe ist in der CD Base drin. Die Smoke ist super fies. Einer steht noch auf dem Spot. Das ist Light. Der wird von Tarzin geholt. Skrunk jetzt als letzter auf dem A-Spot. Der braucht ewig, bis er rotiert ist. Nicht unmöglich, der Clutch, aber verdammt schwer. Und dann auch noch eine sehr ungewöhnliche Smoke von Tarzin. Spielt er die jetzt wirklich aus? Er wartet eher hinten dran. Slack steht, ja, hinten in Toxic. Aber das ist egal, den Tarzin mit dem Frag. Und wir haben das 2 zu 0 für Berserk, die Überraschung am dritten Spieltag. Der in Anführungszeichen Underdog gewinnt hier gegen den Favoriten. Das ist natürlich eine Niederlage, die Expert eSport wehtut. Gegen die Playing Ducks am letzten Spieltag eine Map liegen lassen. Gegen Berserk heute 0 zu 2 verloren. Das ist natürlich richtig, richtig übel. Wir haben natürlich auch ein Interview und der Newcomer Slacks ist am Start. Ich sage, hallo Slacks, wie geht's dir? Hallo Herr Czinski, mir geht's gut.
Freut natürlich, mich. Nach dem 2-0. Ja, das, man hört dir das Grinsen schon an. mit welcher Erwartungshaltung seid ihr in das Spiel reingegangen? Ihr seid ja mit 4-0 in die Liga gestartet und habt doch im Statement gesagt, jetzt der erste Titelfavorit, der auf euch wartet. Wusstet ihr um eure Stärken? Also da wirst du jetzt natürlich ja sagen, aber hättest du wirklich damit gerechnet, dass es am Ende das 2-0 wird? Also damit rechnen ist immer relativ, aber wir wussten auf jeden Fall, wir haben eine Chance und wenn wir unser Game spielen, dann können wir es auch holen. Und das haben wir dann auch gemacht eigentlich. Okay, jetzt hatten wir eine Partie, die auf Inferno eine lange Zeit sehr ausgeglichen war. Wo war für dich der Knackpunkt, dass ihr es am Ende nach Hause gebracht hattet? Der gute Start auf der T-Seite oder euer solides CT-Spiel? Also ich glaube, der gute Start, vor allem mit der Pistolrunde auf der T-Seite, war nice. Und dann hatten wir ja auf der CT noch ein bisschen Schwierigkeiten, die erste Runde auch verloren, aber sobald wir dann die Economy hatten, dann haben wir es eigentlich auch safe Runde gespielt. Okay. Also sowohl als auch eigentlich. Okay, du sprichst die Economy schon so ein bisschen an, so eine Frage, die sich jetzt nicht direkt auf das Spiel bezieht. Wir spielen ja seit diesem Spieltag mit der Veränderung des Geldsystems in den Halbzeiten, zu Beginn der Halbzeiten. Wie siehst du das? Ist das eine gute Veränderung oder würdest du sagen, lieber wieder das alte System? Ja, ich denke, bei CSGO ist jede Veränderung mal gut, weil in den letzten Jahren ja eigentlich nie Updates kommen, die auch was an der Meta geändert haben. Mhm. Und sonst, viele sagen ja, dass das für die T-Seite ein großer Vorteil ist, eben weil das ganze Equipment billiger ist. Aber auf der anderen Seite hat man auch auf der CT-Seite die Gunround eine Runde früher und dann hat man nicht den 0-3-Start. Okay, also aber sagst du, ist wahrscheinlich insgesamt, besser für die T-Seite. Insgesamt trotzdem eine gute Veränderung. Also ich persönlich sage aus Zuschauersicht geil, weil wir weniger Ekos sehen. Aus Spielersicht finde ich so ein bisschen, wenn du eine Pistol-Round gewinnst, hast du nicht mehr diese Safe-Rounds im Endeffekt, sondern es kann gefühlt alles passieren inzwischen. Siehst du das genauso? Ja. Okay, genauso. Alles klar. Dann kommen wir mal zu Cash. Ja, ihr habt die Map gepickt. Würdest du sagen, so eure Home-Map? Ja, ich glaube, es ist generell Berserk Home Map. Eigentlich okay. Schon immer seit Berserk ist Cash so die Home Map. Okay, alles klar. Jetzt kommen wir mal die letzten Fragen so. Mal so ein bisschen um dich persönlich. Du bist zu dieser Season zu Berserk dazugekommen. Bist du aus der FPLC gepickt worden, wenn ich das richtig verstanden habe. Hast du davor schon in anderen Teams gespielt oder warst du mehr so der Solo-Queue-Held, der dann entdeckt wurde? Also ich habe bei Planet Key in der zweiten Div gespielt und habe dann auch später im Planet Key Main-Lineup dann eben ausgeholfen. Und dann hatte ich eine Phase mit einem internationalen Team. Wir waren halt so ein paar FPL- und FPLC-Spieler. Mhm. Die kennt man eigentlich auch so. Die spielen heute bei Nexus oder Freddy aus der FPL. Und da haben wir dann HLTV Cup, haben wir einen zweiten Platz gegen gute Gegner gemacht. Und ist ja Advanced, sind wir reingekommen und haben da auch gut gestartet. Also da habe ich so meine Haupterfahrung gegen gute Gegner, auch Qualifiers gewonnen und so Zeug. Also auch international dann schon so ein bisschen mitgespielt, was natürlich auch nochmal ein Unterschied zur nationalen Szene ist, das merkt man ja auch immer wieder. Wie geht's jetzt weiter mit Berserk? Ihr seid zusammen mit den Panthers beim 6-0, also beide Teams jetzt noch ungeschlagen. Ich weiß gar nicht, wie euer weiterer Verlauf jetzt noch aussieht, lass mich gerade mal gucken. Wie schätzt du, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Wie schätzt du das Aufeinandertreffen gegen die Panthers ein? Wird das so das Spiel der Season für euch? Ja, wir wollen auf jeden Fall die Revanche holen, weil unser ESLM-Game gegen Panthers, da haben wir auf jeden Fall gar nicht gespielt, wie unser eigentliches Game läuft. Mhm. Also da müssen wir auf jeden Fall zeigen, dass wir gegenhalten können. Und richtig Bock habe ich auch noch auf Euronix, weil da denke ich, können wir auch was holen. Mhm. Und dann denke ich aber, dass Alternate Attacks die stärksten Gegner werden. Okay, aber das ist ja in der 99 Damage Liga dann kein Problem, da spielt Attacks ja nicht stimmt, mit. Stimmt. Ist ja für die Meisterschaft dann natürlich. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, ihr spielt am nächsten Spieltag gegen Ice on You. Ich denke, da ist die Erwartungshaltung ganz klar, 2-0. Wie sieht's aus gegen Devisen? Ich finde, es ist ein Team, das kein schlechtes Counter-Strike spielt, aber halt jetzt sehr starke Gegner hatte. Was denkst du gegen Devisen? Wie ist da so das Gefühl gegen das Team? Sollte das auch ein 2-0 werden oder könnte es sein, dass man da auch mal eine Map verliert? Also unter normalen Umständen würde ich sagen, sollte es auch ein 2-0 sein, aber es haben auf jeden Fall ein paar nice Spieler. Okay. Also die könnten natürlich was anrichten. Alles klar, genau. Am vorletzten Spieltag dann erwartet euch eben Euronix Gaming, da hast du ja schon gesagt, hast du Hoffnung, dass es
Dass es da auch was zu holen gibt. Und dann am letzten Spieltag, ich glaube, besser hätten wir es gar nicht schedulen können. Am letzten Spieltag spielt er dann gegen die Panthers. Das ist natürlich absolut genial. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Erfolg für die laufende Season und was da noch kommen wird. Bleib auf jeden Fall so fresh, wie du aktuell in den Spielen aussiehst, Slex. Gefällt mir persönlich auf jeden Fall sehr gut. Und ansonsten, ja, wie gesagt, viel Erfolg. Und die letzten Worte gehören dir. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. War ein nices Interview. Und ich freue mich, dass mein Playstyle hier ein bisschen gut ankommt. Und danke an alle, die zugeschaut haben. Okay, perfekt. Dann haust du rein und grüß noch deine Jungs von mir, ne? Mach ich. Alles klar, ciao. So, okay, Leute. Das war Slex von Berserk, die hier 2-0 gegen Expert eSport am dritten Spieltag gewonnen haben. Was bedeutet das in der Tabelle? Ich gerade meine Zunge fast verschluckt. Wir gehen gerade mal auf 99 Damage. Ich glaube, aktualisiert ist es noch nicht. Doch, es ist schon drin, tatsächlich. Berserk und die Panthers also weiterhin ungeschlagen auf Platz 1 und Platz 2. Berserk sogar mit von der Rundendifferenz ein bisschen weiter vorne. Die zählt aber eigentlich nichts. Das ist nur bei uns in der Coverage so dargestellt. Expert eSport mit der Niederlage jetzt auf den dritten Platz abgerutscht. Drei Siege, drei Niederlagen, genauso wie Eyes on You. Euronics Gaming könnte also mit einem 2-0 morgen gegen die Blue Jays an beiden vorbeiziehen und sich dann den dritten Platz sichern. Das heißt, Eyes on You wäre dann erstmal wieder aus den Playoffs raus. Die Blue Jays auf der anderen Seite könnten natürlich morgen überraschen und sich auch zu diesen 3-3-Teams dazugesellen. Für die Weißen lief es eben nicht so gut. 0-6 und auch die Playing Ducks haben ja 0-2 verloren mit dem 1-5. Da wird sich also erstmal nichts dran ändern, außer die Blue Jays verlieren morgen eben 0-2. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind damit für heute nämlich durch. Morgen Abend um 20 Uhr wird es das letzte Spiel des dritten Spieltags geben. Euronics Gaming gegen die Blue Jays. Ich hoffe, da schaltet ihr wieder ein. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine gute Nacht. Ich schicke euch gleich dann noch rüber zu Venom, sofern der noch was streamt. Der zeigt euch nämlich die ESL Pro League. Und in diesem Sinne, gute Nacht. Wir sehen uns morgen um 20 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Euer Hedge.